Hallöchen! Und ja, für die windige Folge, besser gesagt mit Wind, die Aufnahme, habe ich mir extra das passende Pellzucker rausgesucht. Kannibalische an Unterstützung. Okay, und wieder mal Stimmen vergessen. Yay. Und ich muss dringend Aufnahme machen. Deshalb bin ich halt oben wieder am Aufnehmen. Mit Husten. So ist leider das Schicksal. Aber ich versuche ihn zu machen. Also. Die Zeit ist gekommen. Alle Wächter wurden besiegt. Niemand kann uns aufhalten, wenn wir Omnicron herausfordern wollen. Lasst uns zurück in die Hauptkammer gehen. Und viel Glück. Und sowas habe ich mir wieder. Und hier wäre für die Pflanze toll. Oh. Okay, dann habe ich es jetzt getriggert. Sollte das hier ein anderer Albtraum sein? Ja. Damals hatte ich eine Kammer für jedes Kind. Hier ist kein Omnicrons vorbereitet, aber wie du sehen kannst, war das nicht nötig. Heißt das, es gab eine Kammer für den Netzelord, also den Bösen. Sein Name ist Meta, auch sein Gefängnis wurde nicht benutzt. Er verschwand nach meinem Sieg. Was? Meta? Naja, auf jeden Fall, hier wäre dann theoretisch die Pflanzentochter, würde ich jetzt mal sagen. Soll ich mal sagen. Ist hier irgendwas? Letzte noch Sequenz auch so. Jetzt aber Sequenz. Du hast das Tor schon geöffnet. Warte doch auf uns. Das war ich nicht. Jemand muss gewartet haben, bis wir die Wächter besiegt haben. Eigentlich sollten wir warten, bis die Aufseher uns zur Hilfe kommen. Aber wenn diese Person Omnicron freilässt, haben wir keine andere Wahl. Können wir das schaffen? Ohne Hilfe könnten wir verlieren. Wir müssen, wenn Omnicron das Chasma verlässt, war alles umsonst. Ich kann dich allerdings nicht zwingen. Haben wir eine Wahl? Ich habe eine Vermutung. Das ist der Dude von Anfang. Der vielleicht könnte jetzt sein. Oder ein neuer. Oder eigentlich ein Bekannter. Das werden wir sehen. Oh, ich bin so gespannt. Oh. Ich brauche eine Entscheidung. Ich weiß, wo ich eine schnelle Heilung gibt beim Feuer. Ich werde mal kurz zum Feuer gehen. Kurz mal mich heilen. Und dann, ja. Hey, perfekt sogar. Lass mich heilen, dann vernichten wir den Menschen. Naja, man könnte sagen, er hat die Real-Life-Menschen. In-game gemeint. Also das heißt die. Nicht in den Albtraum. Boah, die Pixel sind hier. Die finde ich irgendwie die ganze Zeit so cool. Aber die macht diese schöne unangenehme Stimmung. Ich mach das. Ja, ich bin aufgeregt. Ich will speichern. Ich will einfach speichern. Speichern, ja. Sie? Bitte die nochmal. Wie mache ich das mit meiner Stimme? Kacke.
Glassy. Hey, ich habe gewartet, so lange gewartet, aber mein Füße. Rache soll jetzt serviert werden. Eiskalt. Auf der Glacia. Ich bin in die Tiefen der Netherwelt gekommen, nur um mich zu rächen. Du hast keine Chance, Glacia. Okay, ich weiß nicht, wie ich beide Sekunden sehen soll und ich habe zu viele ähnliche Stimmen. Ja. Dummköpfe, ich bin stärker geworden. Gib ab! Oh, so stark also. Ist unmöglich. Aber wie? Schaut sie an. Seht ihr meine süßen kleinen Wächter an? So schwach und so kaputt. Sie konnte nichts tun, nachdem du sie besiegt hast. Ich habe es geschafft, jeden von ihnen zu erfassen und zu unterwerfen. Ich bin jetzt einfach unschlagbar. Okay, die meisten habe ich einfach eiskalt geplättet. Muss ich sagen. Glacia, du hast es mit dunklen Kreaturen zu tun. Wächter können nicht kontrolliert werden. Es ist mir egal, sobald ich dich besiegt habe, werde ich Omnicron-Trossel in die Welt entlassen. Ich werde beendet, was mein geliebter Netzolord begann. Dann bin ich dein wahrer, loyaler Aufseher. Sie können nicht vollständig wiederhergestellt sein. Das können wir noch gewinnen. Jetzt geht meine Schergen richtig Chaos an. Okay, hast du jetzt die alle als nächstes Mon? Sie hat alle als nächstes Mon. Also ich habe von jedem die Moves angepasst. Ich habe hier ja einen richtig starken Mitmove. Mal das funktioniert mit kurz. Ja, mein Wolf kann stalken. Zehn KP nur noch. Eigentlich sollte ich mehr ausweichen können. Danke. Wiederbeleber, bitte schön. Vielleicht habe ich viel. Also wie wenig zu 50 sind. So, ist zwar etwas weniger.
Energie sparen. Das Ausweichen hat mir so auf den Hintern gerettet. Nom. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich verlieren? Wächter beziehen ihre Stärke von ihren Gefangenen und im Moment haben sie keinen. Und Kindern, wie ich die synchronisieren soll, ich glaube, ich werde sie eher alle gleiche sprechen. Aber bald werden wir. Aufseher Glasherr, wir haben dich als unseren neuen Gefangenen auserwählt. Oh oh. Was? Nein, du musst etwas tun. Willkommen im Chasma. Oh. Jetzt, wo sie Glas haben, werden sie nichts dagegen haben, wenn wir Omnicron zerstören. Und der doch irgendwas stimmt nicht. Ich kann es auch fühlen. Die Aura aus Omnicrons Kammer, sie gehört nicht zu ihm. Komm, wir müssen herausfinden, was in dieser Kammer ist. Oh, ich wollte eigentlich zurückrennen. Okay. Die Wächter sind alle glücklich. Ich speichere. Und ich bin super nervös. Oh. Was ist das? Und ich hab einen. Was ist das? Ganz klar, mein Hustenanfall. So. Was ist? Wo ist Omnicron? Es ist genauso, wie ich es vermutet habe. Es gibt keinen Omnicron. Hab ich recht, Nara? Hä? Nicht du. Die echte Nara. Oh. Was? Hä? Ich hab dich gefunden. Was in der Welt geht vor? Wer ist das? Das sind die wirklichen uns. Es macht jetzt alles Sinn, oder? Das Chasma, nein, die gesamte Netherworld ist alles ein einziger Albtraum, der von einem mächtigen Wert erschaffen worden wurde. Das ist richtig. Und der Gefangene, das bist du, mein Freund. Das kann nicht sein! Du solltest darüber nachdenken. Kam dir nicht einiges auf der Reise merkwürdig bekannt vor? Ja, und hier ist es sogar ein Nick. Must be one's daughter aus Gründen. Vielleicht eine Herausforderung, die du schon einmal hattest. Vielleicht Feinde, die nicht einmal hier sein sollten. Oder ein denkwürdiger Ort. Dein Abenteuer in der Netherworld besteht aus deinen eigenen Erinnerungen. Ein Gefängnis, das in Sichtweite verborgen ist. Das ist die Macht der Wächter. Aber wie ist es passiert? Vor genau 2 Wochen. Du hast dich in die Netherworld gewagt, um Omnicrons Seele zu zerstören. Du bist im Chasma angekommen und hast dann den König der Monster konfrontiert. In deiner Arroganz sagtest du, du könntest ihn ein zweites Mal schlagen. Und dann hast du natürlich verloren. Der König der Monster hat dich zu einem Gefangenen vom Chasma gemacht. Und dann entkam Omnicron in die Menschenwelt. Deshalb
Oh Gott. Deshalb bin ich nicht verschwunden, als Meridas Wächter zerstörte. Ich bin keine Fälschung in Meridas Albtraum. Ich bin eine Fälschung in deinem Albtraum. Aber dann, der Wächter dieses Albtraums ist immer noch nicht hier. Nicht wahr? Das ist richtig. Keine Ahnung wie? Neutral? Oh, ja. Ziegler habe ich vergessen. Ziegler! Ich komme jetzt so durcheinander. Mal wieder. Er ist der Aufseher dieses Albtraums. Deshalb hat er versucht, uns die ganze Zeit aufzuhalten. Das ist meine Aufgabe als Wächter. Und es war deine Aufgabe, den König der Monster zu zerstören. Aber nein, als dieser dumme Nexolord das Chasma fünfte entkam Omnicron. Also wirklich, wer ist daran schuld? Es ist deine Strafe dafür. Das tödlichste Übel auf dir, auf die menschliche Welt loszulassen, Kind. Wir können uns wieder... Warte mal, wir können das wieder gut machen. Lass uns raus und wir können ihn besiegen. Und die Hustenattacke ist schön da. Wir, dummes Mädchen, du bist nur eine Fälschung, eine Marionette in meinem großartigen Theater. Schau, wie leicht ich dich dazu bringe, gegen deine sogenannten Freunde zu kämpfen. Ach, nein! Du bist gescheitert als Nexolord. Du wirst für immer hierbleiben. Oh, Kampf gegen Dena! Sie ist ein bisschen zu weit am Rand gerückt. Aha, hier kämpfen wir also gegen Nara. Uff. Louis! Hat auf jeden Fall auch ein gutes Upgrade gekriegt. Aber ist nicht so hervorragend stark. Raus aus meinem Körper! Ha, das war in der Tat eine schöne Show. Natürlich. Jetzt bin ich dran, oder? Mal sehen, wie viel stärker ihr seid. Beim letzten Mal seid ihr, als ich dich zerquetscht habe. Sobald wir fertig sind, wirst du für immer an diesen Ort bleiben. Und jetzt, Ziegler. Wohl richtig? War ja bei mir die ganze Zeit strange. Mal Verteidigung aufbauen. So was? Excuse me? Aber jetzt muss ich sagen, die Sterne haben so gut hingekriegt. Dieser Typ ist wirklich ziemlich stark. Aber Mädchen auch. Ich will ihn ein bisschen verkuppeln.
Gut, dann bist du hier. Es ist vollbracht. Mit Zigda wird dieser Albtraum zusammenbrechen. Es ist Zeit für dich, in die menschliche Welt zurückzukehren. Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Ihr habt ein paar Minuten, um euch zu verabschieden. Wir warten alle auf dich auf der anderen Seite. Nur eine kleine Warnung. Es ist ziemlich hässlich auf der anderen Seite. Ich denke, das ist es dann, oder? Geh und zeige Omnicron, was aus dir gemacht hast oder geworden ist. Beschütze meine Vermächtniskind. Lade meine Batterien öfter auf. Atlas! Grüße den Elchenbruder von mir. Du musst jetzt gehen, diese Welt wird zusammenbrechen. Denk dran, Kleiner. Ja, Kleine. Wir mögen falsch sein, aber unser Glaube an dich ist sehr real. Ironischerweise. Wusstest du, dass ich auch einen Ölwechsel brauche? Atlas! Ja, nun, jetzt weißt du es. Geh jetzt! Okay, damit ich diese Hässlichkeit, die anscheinend 2 Wochen lang geht, mal beenden. Oh, der Keller. Huch. Die habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen. Miriam. Sie hat mir ja mit diesem Stern ja gegeben. Oh, hallo. Erinnerst du dich an mich? Oder eher an meinen falschen Doppelgänger? Huch. Sie tun dir leid? Okay. Wie wäre es, wenn ich meine Kraft nutze, um Zieglers Albtraum am Leben zu halten? Du wirkst überrascht. Hey, das hier ist nicht Mikromon. Was? Mikromon? Was ist das denn? Wir können nicht einfach die Welt in die Luft springen. Du kannst jederzeit in Zieglers Albtraum zurückkehren. Aber momentan hast du draußen größere Probleme. Oh, und du kannst nun reguläre Nexomon mit in die Netherworld bringen. Ich habe die Beschränkung für dich aufgehoben. Los jetzt, du hast eine neue Welt zu retten. Oh, das ist über Spinnenweben. Wie sieht mein Haus aus? Wie sieht mein Fernseher aus? Wie sieht mein Zimmer aus? Das haben sie auch dran gedacht. Jemand hat... Okay. Die Pflanzen kann ich nachvollziehen. Der Dreschmann, wenn ich mich drum kümmere. Da sehen sie schon so aus. Wer war in meinem Bett? Wer hat in meinem Bett geschlafen? Oh. Auf jeden Fall ist... Seht euch mal den Teppich von der Treppe an. Der sieht zum Teil echt durchgeschmort aus. Ein cooles Detail. Oh, das Bild liegt hier unten. Kacke. Wer hat die Äste reingelassen? Mutter, Vater, die Äste! Oh.
Und die ganzen Synchronitäten sind natürlich alle tot. Ich kann es nicht glauben. Es ist also wahr, du bist zurück. Hab ich es nicht gesagt? Die anderen sind Krankvorsorge, du musst sofort mit uns mitkommen. Wir müssen sofort das Forum aufbrechen. Zum Beispiel zu was noch übrig ist. Komm, wir erklären es dir später. Okay. Ich kann ihn aber anscheinend ansprechen. Er steht doch mir. Ah! Oh. Ah, alles ist stärker nun. Aber ich komme ja auch mal mit meinen 80ern. Hey, nächste Mann auf. Alter, ich grüße Pilze. Die nette Hilfe ist auch nicht da. Und wegen sowas bin ich extra. Ich vergesse mal, das ist der tödlichste Wolf der Welt. Außerdem habe ich so viele von denen. Bitte. Also das mit der Verwirrung hat jetzt das Maximum überlaufen gebracht. Die Entwicklung hätte sich schon längst aufgedeckt.